Mein Name ist Ben Reyer, ich bin Eisenbahnbetriebsleiter der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH in Berlin und in dieser Funktion für Ausbildung und Sicherheit im Unternehmen verantwortlich. Wir arbeiten seit gut anderthalb Jahren jetzt mit Sykert, mit ELU und setzen das halt in unserer Fortbildung und Ausbildung für Triebfahrzeugführer und weitere Personal im Unternehmen ein. Also die Eisenbahn ist ein bisschen angestaubt gewesen, was die Lernmethoden und das das Drumherum angeht. Wir haben viel Frontalunterricht, viel Unterricht auf den Fahrzeugen gehabt, aber wir haben das Wissen halt immer nur punktuell verfügbar gehabt oder in Papierform. Und wir haben uns überlegt, wir wollen gerne was Interaktives, was permanent Verfügbares, viele Wege mehr bespielen und den Menschen und Mitarbeitenden einfach die Möglichkeit geben, dauerhaft auf Wissen zuzugreifen und genau dann, wenn sie es brauchen. Und das haben wir mit ELU auf jeden Fall geschafft. Das Bahnportal ist so ähnlich wie ein Marketplace, also eine Website, auf der es auch möglich ist, Inhalte zu tauschen. Wir verwenden das Bahnportal im Bereich Orts- und Streckenkenntnis. Dort haben wir unsere Strecken abgefilmt, das, was wir benötigen. Und die Kollegen haben die Chance, dort halt wirklich die Strecken abzufahren, ohne dass wir sie physisch dorthin schicken müssen. Und in Zukunft ist der Plan, dass wir dort in der Bahnbranche Inhalte und Themen austauschen können. Also hauptsächlich natürlich für Triebfahrzeugführer, aber es gibt wie in allen Bereichen viele, viele Möglichkeiten, das einzusetzen. Also wir denken auch darüber nach in den Werkstätten, in der Leitstelle. Also es gibt wirklich unendlich viele Bereiche, wo man das Bahnportal und auch die Inhalte dann verwenden kann. Wir machen beides. Klar, wir werden immer auch physischen Unterricht brauchen an den Fahrzeugen zum Beispiel. Da muss man anfassen, da muss man ausprobieren. Aber natürlich wenden wir zum Beispiel Blended Learning an. Das heißt also, es gibt unterstützende Inhalte von Trainern und zusätzlich auf dem Tablet laufen die theoretisch zu vermittelnden Inhalte mit Videos, mit 360-Grad-Rundgängen. Also wir machen das Wissen quasi möglichst transparent und überall verfügbar zu jeder Zeit.